Hallo, wir sind gerade wieder Quip und heute machen wir ein Survival-Video. Und zwar vergleichen wir zwei Taschenmesser. Einmal das Schweizer Taschenmesser und einmal ein anderes Taschenmesser. Hier beim Schweizer Taschenmesser sieht man hier auch noch schön hier Schweizer Wappen und es soll bessere Qualität haben. Die hier und als Info, die Messer haben wir beide gleich lang aufbewahrt und bei dem hier ist schon ein wenig kaputt. Ja, Und das Schweizer da haben wir Taschenmesser so hat. vor 2 Jahren gekauft, als wir mal ein Haus im Wald gebaut haben, was jetzt leider kaputt ist, sonst würden wir da einen Vlog machen. Ja. Ja, dann gehen wir mal in den Wald. Wir sind jetzt im Wald und das hier war mal unser Haus. Hier sind noch ein Ja, paar genau. Überreste. Wir waren hier echt lang nicht mehr. Ja, Und so vor 2 Jahre. hier machen wir jetzt den Vergleich mit den Messern. So, fangen wir mit dem Messer an, ne? Ich bin Schweizer, also das Messer hier. Das ist schon echt scharf. Ich habe mich schon dreimal oder so komplett die Haut geschnitten. Und bei dem? Das hier ist. Ah, das kriegt man ja kaum noch auf. Gucken mal. Man Also merkt schon. beide haben hier so ein Ding. Sieht Sieht man sehr das? viel abgenutzt Um aus, das das, um eine. das, ja, um das auszuklappen. Aber das hier sieht definitiv abgenutzt aus als das Schweizer. Die Länge hier circa gleich lang. Etwas kleiner, oder? Ja, etwas kleiner als das Etwas normale. dünner. Das hier hat übrigens dreifach so viel gekostet, also sollte es auch dreifach so viel Qualität haben. Ja, So, genau. hier sieht man jetzt, wenn ich hier schnitze, geht das ganz, ganz leicht ab. Man braucht wirklich nicht sehr viel Kraft. Es ist wirklich leicht und man kann auch hier damit stechen und man könnte auch Leute abstechen, aber das machen wir nicht. Ja, wir können mal so einen Test machen. Ja, komm, lass mal einen hier auf der Straße raussuchen, den wir abstechen können. Okay, und jetzt der andere Vergleich. Ja, komm mal her. Jetzt hier, ich mache das mit dem anderen Messer. Auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Ich weiß ja nicht, ne? Geht nicht so leicht, ne? Also wenn man viel Kraft benutzt, geht das ein wenig, aber auf jeden Fall nicht so leicht wie mit dem Schweizer Taschenmesser. Hier bei der Rinde, das ist ungefähr gleich gut, denke ich mal. Ja. Ich meine, das ist ja auch ganz Schon gut. etwas älter, ja. Die Spitze scheint gleich gut zu sein. Aber man merkt schon, es ist schon ein ziemlich großer Unterschied. Guck, das geht hier gar nicht. Man muss richtig viel Kraft benutzen. Okay. Sollen wir das Messer die Säge testen? Okay. Ja genau, also hier hat es eine Säge. Man merkt richtig gut, dass hier diese Zacken sind, die überlappen sich so. Das ist sehr scharf. Ja, auf jeden Fall hier, wenn man sieht, ah, das ist jetzt ein bisschen morsch, brauche ich mal einen festen hier. Geht auch sehr gut zu sägen. Geht auch schnell eigentlich. Ist zwar keine große Säge, aber. Also als kleines Werkzeug ist das schon sehr nützlich. Ja. So im Wald. So. Jetzt auf jeden Fall dieses Messer. Es hat hier keine wirkliche Überlappung. Und es ist auch hier vorne, es hat eine Kante, die sehr unpraktisch sein kann, wenn man jetzt hier so rein will. Dann geht das nicht. Es sägt auch nur. Es geht nicht so leicht. Es fühlt sich so an, als wäre es halt einfach nicht geölt. Obwohl man es eigentlich gar nicht ölen muss. Ja, es geht. Man würde auch damit etwas durchsägen können. Würde es definitiv doppelt so lange dauern, würde ich mal sagen. Ist nochmal der Vergleich, also diese Diese Stelle hier in der gleichen Zeit wie das und das hier. andere, also das ist auf jeden Fall fetter. Ja. Ja. So, hier, wir haben jetzt auch beide haben eine Schere. Also das hier ist eine echt, keine Ahnung, gute Schere halt. Es geht auch schön hier so und jetzt mal beim anderen. Ich weiß nicht, also es sieht Dieser eigentlich Draht hier ganz okay aus. dazwischen, da ist ein bisschen nicht so, soll ich sagen, etwas nicht so flüssig. Ist auch ein bisschen weicher, das heißt, wenn sie nach oben geht, dann geht es leichter ab. Auf Ja. jeden Fall, wir schneiden jetzt mal hier. Den Busch müssen wir eh mal ein bisschen Oh zurecht mein Gott, schneiden. okay. Also auf jeden Fall hier bei dem hier, wie man sieht, dieses Blatt ist direkt durch. Auch hier kleinere Äste und auch mit Leichtigkeit hier abschneiden. Okay, ich versuche mal Außerdem, ein ja, dickeres. hier einen sehr dicken, geht auch noch sehr Jetzt leicht. mal mit dem hier. Mit Der dem sieht hier, doch dick aus.
dem hier, das ist jetzt ein echt dicker Ast, der ist schon fast so dick wie mein Finger. Nee, das geht nicht. Nein, das wird okay, nicht klappen. Okay. So, jetzt mach mit dem erstmal ein Blatt hier. Okay, mit also ich mache. Ja, mach du. Ja, halt. So, hier einfach ein Blatt. Wenn das nicht geht, dann ist schlecht. Doch geht. Meinen kleineren Ast, einen etwas kleineren. Das geht auch, aber schon etwas schwieriger. Ah, das. Nee, das passt hier nicht. Das geht schon nicht mehr. Aber vielleicht schon einen dicken Ast schaffst du dann auch erst recht nicht. So, ja, du Schweizer ist ziemlich einfach. Ich denke mal, die Schere vom Schweizer Taschenmesser ist definitiv geschärfter und auch bessere Qualität als hier. Deswegen, ja. Wir vergleichen jetzt auf jeden Fall mal die Flaschenöffner auf jeden Fall hier. Das hat hier so einen Schraubenzieher beim Flaschenöffner. Zeig mal das normale, das ist nicht Schweizer. Das hat auch einen Schraubenzieher, nur ist der deutlich kleiner. Schraubenzieher? Ja, hier. Wer nicht? Ach okay. So! Ja, genau, ne? Ah ja, ich bin nicht. Haben so wir noch nie benutzt, ey. Ich wusste nicht, dass das. Auf jeden Fall hier haben wir noch einen Dosenöffner, der ist sehr scharf, habe ich auch schon einmal mitgeschnitten. Zeig mal das den anderen. Naja, der ist nicht so gut, ne? Na egal, wir öffnen ja eh keine Dose im Wald, das bräuchte man nicht. Auf jeden Fall, wir haben hier was besorgt, was wir öffnen. Aber wenn das, wir haben zwei Bierflaschen hier, haben wir nochmal schnell gekauft. Auf jeden Fall, ich öffne die jetzt hier. Ah, das kommt ab und mit Leichtigkeit. Ich glaub, aber beim Flaschenöffnen glaube ich, dass es kein großer Unterschied ist, oder? Ja, etwas schwieriger. Aber es rutscht mehr ab, würde ich sagen. Aber die Flaschen waren auch nass, weil die kommen aus dem Kühlschrank. Das Bier trinken wir nicht, ne? Genau. Weg damit, Mann. So. Ja, ich würde sagen, es ist trotzdem etwas besser, aber da war das schon sehr, der Unterschied war sehr klein, würde ich mal behaupten. Ja. Wir machen dann gleich weiter. Wir haben noch bemerkt, dass das andere Messer gar kein kleines Taschenmesser hat. Also hier ist auf jeden Fall das kleine. Ich glaube, ich mal das große aus. Auf jeden Fall sieht man hier, das ist so lang und das andere ist doppelt so groß. Ja, das hat das normal halt nicht. Ja, das hier hat nur das lange hier, aber das kleine, das gibt es einfach nicht bei dem hier. Aber andererseits, wozu braucht man ein kleines Messer, außer als ich will jetzt wirklich einen abstechen. Oh, cool. Ja. Auf jeden Fall, wir machen gleich wieder weiter. Ja. So, also die Taschenmesser haben natürlich hier auch noch einen Weinöffner oder Champagneröffner. Auf jeden Fall, hier sieht man das zum Vergleich. So. Das eine ist auf jeden Fall kleiner und auch sehr viel abgenutzt. Da sieht man, hier ist schon ein bisschen. Aber gar kein Wein damit getrunken. Also ich meine, wir trinken nicht im Wald einfach einen Wein. Wir würden doch nicht Wein trinken, Herr. Genau. Wir trinken kein Alkohol. Genau, wir machen gleich weiter. So, auf jeden Fall, hier ist noch so ein. Ja, genau, irgendwas Kleines. Wir wissen, wir haben es noch nie benutzt. Wir wissen auch nicht, wozu das da ist. Aber ich hätte eine Vermutung, dass vielleicht, wenn man in so einem Kampf ist, kann man das hier so nehmen, ich weiß nicht. Und wenn man dann schlägt, dann sticht man ihn ab. Ja. Wenn man hier einen Kopf reinschlägt, dann ist man ja tot. Ja, das ergibt Sinn, aber. Also vielleicht als Selbstverteidigung? Ja, auf jeden Fall. Naja, zeig mal. Das hier vom Schweizer Taschenmesser. Hier sieht man das. Das sieht ein bisschen besser aus, hat hier auf jeden Fall ein Loch, ist bestimmt für irgendwas da und hier so eine kleine Einkerbung. So, weiter geht's hier. Ich habe gemerkt, das Schweizer Taschenmesser hat auf jeden Fall hier noch so ein, was soll ich sagen, hier, Kamera, Fokus, hier, das Ding. Auf jeden Fall das dazu, wenn man einen Wasserträger hat, dass man den hier ranhängt und damit halt leicht tragen kann. Ja, das hat das andere halt nicht, aber das braucht man eigentlich im Wald nicht. Aber es ist schon sehr gut ausgestattet. So, komm mal her, Ömert. Auf jeden Fall müssen wir sagen, hier bei den beiden Taschenmessern, Schweizer Taschenmesser haben wir jetzt 2 Jahre, das andere auch. Es war deutlich nützlicher bei der Arbeit, hat aber auch dreifach so viel gekostet. Also wenn ihr das Geld habt, dann könnt ihr das Schweizer Taschenmesser kaufen. Das ist auf jeden Fall besser als so ein normales Taschenmesser.
Aber eigentlich ist das Normale auch ganz okay. Also wenn ihr nicht so viel Geld habt oder es auch nicht so oft benutzt, dann könnt ihr auch das Normale kaufen. Also wir benutzen Taschenmesser ja sehr, sehr oft. Wer kann sich das nicht leisten, ihr Geringverdiener? Deswegen benutzen wir immer das. Ja, das war's dann mit dem Video. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Kommentiert, was wir jetzt machen sollen.